Bei Sturm der Liebe überlegt Vincent, ob er das Angebot von Markus annehmen soll. Lange kann er sich darüber aber keine Gedanken machen, denn Annas Zustand hat sich verschlechtert. Als Vincent mitbekommt, wie sehr Philipp besorgt ist, glaubt er diesem, dass er durch Anna ein besserer Mensch geworden ist. Deswegen lehnt Vincent den Vorschlag von Markus ab, um nicht so zu werden, wie Philipp war. Kurz darauf erhält Anna von Michael erschütternde Neuigkeiten. Währenddessen macht Alfons Erik klar, dass er mit der Geschäftsleitung reden muss. Er soll zugeben, dass er das verschwundene Shuttle gestohlen hat. Erik knickt ein und ist bereit, jegliche Schuld auf sich zu nehmen. Doch bei seinem Geständnis kommt es zu einer unvorhergesehenen Wendung. Werner eröffnet ihm, dass bereits jemand anderes alles gestanden hat. Wer das ist, seht ihr am Montag um 15:10 Uhr in einer neuen Folge von Sturm der Liebe in der ARD.